Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Was ist für ein Gefühl, wenn man auf dem Platz steht und gegen solche Topstars Fußball spielen darf? Ja, am Anfang dachten wir natürlich, da kommt ein Riesenbrocken auf uns zu. Ich meine, die sind nicht umsonst im Champions League Achtelfinale. Aber ja, wir wollten unser Bestes geben und dann mal schauen, ob wir uns mit denen messen können. Und ich glaube, 2-2 ist auf jeden Fall verdient. Wir haben uns vorgenommen, vorne drauf zu gehen, auch wenn wir ein bisschen müde sind. Ich glaube, das hat uns heute in die Karten gespielt. Die Kiewer sind gute Fußballer, aber wir hatten heute nicht so den Biss. Und wir haben uns sofort unter Druck gesetzt und dadurch gut ins Spiel gekommen, hatten auch ein paar Spielanteile. Und ich denke, es war nicht unverdient, dass wir 1-0 geführt haben zur Halbzeit. Du hast ein unglaubliches Solo hingelegt. Warst du so sauer darüber, dass du vor dem Strafraum gefault wurdest, dass du dir gesagt hast, jetzt hau ich den einfach rein? Nee, weiß nicht. Es ist einfach mir gut gelungen heute, den Freischuss dort reinzuhauen, da wo ich ihn hin haben wollte. Und ich wollte halt einfach Trainer zeigen, dass ich auch in den letzten anderen Tagen auch gut gearbeitet habe, da wo ich jetzt ein bisschen verletzungsbedingten Rückstände hatte. Und ja, ich bin froh darüber, dass es jetzt so gut funktioniert hat heute für mich, für die Mannschaft und ja. Beschreib mal Marvins Tor, wie hast du es gesehen? Ja, sehr schöner Freistoß, wie Beckham damals. Wir haben bis jetzt noch nicht diesen Freistoßschützen gefunden, der sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat. Marv kann das, ruft es leider nicht mehr so stabil ab. Vor dem Freistoß haben wir gesagt, komm Marv, mit Mut, trau dir zu, alle ihn unterstützt. Und brutal, also den hat er richtig gut getroffen und das muss er noch stabilisieren. Ich glaube, dann haben wir eine gute Qualität dazu gewonnen. Am Ende 2-2, Kiew war in der zweiten Halbzeit in meinen Augen ein bisschen überlegen, aber trotzdem haben es die anderen Jungs gut gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten natürlich in der zweiten Hälfte auch viele junge Spieler dabei, auch viele, die jetzt noch ein bisschen hinten dran sind. Und da einen Unentschieden rauszuholen, gerade am Ende die Moral noch zu zeigen und das 2-2 zu schießen, also Kompliment an die Jungs. Ich denke, wir haben überragend gespielt die zweite Halbzeit, also viel Ballbesitz, haben alle Situationen hinten raus gelöst, haben dann unglückliche Tore bekommen, immer durch die Schnittstelle, haben die auch gut gemacht. Aber wir haben uns dann nochmal aufgerafft und auch noch ein Tor geschossen. Glaubst du, dass es wichtig war für den Kopf und für das Selbstvertrauen, dass ihr am Ende noch 2-2 gespielt habt, gerade im Hinblick auf das Spiel in der kommenden Woche in Erfurt? Ja, also ich glaube, das war wichtig. Es war ein sehr, sehr schöner Angriff, der, glaube ich, 3-4 Spieler nochmal im Besonderen ein bisschen Selbstvertrauen gibt und pusht. Ich glaube, das ist gut, dass man so ins nächste Spiel gehen kann. Freut man sich da eigentlich als Stammspieler, sage ich jetzt mal, wenn so Spieler wie eben Sinan oder auch Tim dann eben eine gute Leistung bringen und auch ein bisschen Selbstvertrauen tanken können? Ja, weil für mich geht es darum, dass wir am Ende des Jahres aufsteigen und da braucht man jeden Einzelnen, der hier dabei ist. Es bringt gar nichts, mich damit zu befassen, ob vielleicht mein direkter Konkurrent keine Leistung bringt oder nicht. Wir brauchen alle auf Top-Niveau und wenn wir das haben, dann können wir was erreichen. Ist das der Schlüssel vielleicht zum Erfolg am Ende der Saison, der Teamgeist? Ich hoffe, dass jeder so denkt. Ich sehe es so und ich glaube, das hat uns bisher erfolgreich gemacht. Was nehmt ihr mit? Selbstvertrauen vor allem für das Spiel gegen Erfurt? Fragezeichen? Ja, auf jeden Fall. Wenn man gegen Champions League Achtelfinalist ein 2-2 holt im letzten Test, dann haben wir auf jeden Fall Selbstvertrauen getankt. Und ich glaube, wir sind gut gewappnet. Mal sehen, was jetzt mit den Temperaturen so in Deutschland auf uns wartet. Aber Erfurt kann kommen. Ja, man hat den Jungs angesehen. Das sind gute Fußballer, aber also hochmotiviert waren die heute nicht, ohne Quatsch. Und deswegen ruhig bleiben. Wir haben heute ein ordentliches Spiel gemacht. Ich denke, das war das beste Testspiel, aber wir haben keins gewonnen von unseren dreien, die wir hatten. Und dann haben wir nächste Woche noch was nachzuholen.